Ahoi und willkommen zurück zu einem weiteren TikTok mit den alten, bekannten und üblichen Verdächtigen aus den letzten TikToks. Ja, ich habe sie alle noch auf der Watchlist und dachte, ich schaue mal, was sie alle so treiben im schönen neuen Social Media Universum. Und es beginnt gleich mit einer Weisheit des Tages, die mich sehr an den Prozess des Raussuchens dieser Videos erinnert hat. Achtung, ich habe eine kleine Weisheit für dich. Wenn man zu lange in einem großen Haufen voll Scheiße sitzen würde, dann würde einem dieser unangenehme Geruch irgendwann nicht mehr auffallen. Also steh schnell auf und geh. So hat wohl jeder sein Talent. Dein scheint sinnloses Gerede zu sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Steh schnell auf und geh. Ja, aber für euch tue ich alles. Was sie vorhin Hölle nennen, nennt er sein Zuhause. Die Gute hier hat immer noch toxische Beziehungen. Der Ex war immer noch Narzisst. Sie ist immer noch Single-Mutter. Es ist wie ein roter Faden, der sich magisch wie von Geisterhand durch ganz TikTok zieht, in all diese Idole der Jugend und erwachsenen Frauen, in Anführungszeichen. Hier mal bitte auf Ihren Schritt achten. Die Gute ist in der Pflege tätig und was ihr natürlich bei einem Unfall als erstes in den Sinn kommt, ist, die Kollegen könnten sie nackig sehen. Ja, oberste Direktive Ruf, toxische Scham wahrscheinlich auch. In einem TikTok hat sie ihre ganzen Therapien und Körperverbesserung aufgezählt und das Wichtigste, was ihr natürlich einfällt bei einem Unfall, wo sie sterben könnte, ist, bin ich auch ordentlich rasiert? Das war das Schwachsinnigste, was ich je gesehen habe. Ja, schöne TikTok-Welt. Ich muss sagen, mein Leben läuft echt extrem gut momentan. Solange ich nicht über irgendwas nachdenke, was in der Zukunft passieren könnte oder in der Vergangenheit passiert ist, ist alles gut. Die emotionale Eintagsfliege lebt gerne im Moment. Die Gute kennen wir auch, glaube aus TikTok 3 oder 4. Ich bringe die schon alle durcheinander. Sie hat auf jeden Fall ordentlich lustigen Content geliefert. Ja, die Vergangenheit wollen sie ja immer gerne verdecken. Klar, gerade vor dem Mann. Was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Interessiert doch keinen. Ist doch alles vergessen. Wir leben doch im Moment. Es kommt doch nur aufs Gefühl an. Nun, was sie sonst dann natürlich an Emotional Damage. mitgenommen hat, wird damit auch gerne verborgen. Ja, und an die Zukunft denken wir lieber nicht, denn da wartet meistens schon die Wall. Männer sind so perfekt am Anfang, deswegen suche ich mir auch immer wieder einen neuen. Wunderbar. Und da spritzt es jetzt richtig raus aus den Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Gar nicht so einfach hinzukriegen. Wir haben es vorher mit kleineren Gurken ausprobiert und so ist gar nicht so einfach. Genau. Neue Männer suchen ist immer einfacher. Ist klar. Die Gute kennen wir auch. Das war die Single Mom mit den ganzen Simp-Kommentaren. Baby, tell me, how did you get so? Der Tugendflex, klar. Ich war in einer toxischen Beziehung. Jetzt muss ich hier ständig Mittel nehmen gegen Panikattacken und so weiter. Ich habe die Kommentare nicht gecheckt. Das wären garantiert die üblichen White Nights da gewesen sein. An der Stelle. Verdammt nochmal. Dann such dir keine toxische Beziehung aus. Sag einfach nein! Letztendlich sind sie alle auf dieser Suche nach dem Hai. Brauchen ist das Gegenteil von Lieben. Ja, für Frauen und die Tingles und die Butterflies ist es ja ganz wichtig, dass diese Achterbahnamplitude stimmt. Im Konsumerismus und Disney-Gynozentrismus will man ja auch den Partner bloß konsumieren. Ja, sieht ihn sozusagen eigentlich als Drogenquelle. Das hat wenig mit Liebe zu tun, wahrscheinlich, was sie da betreibt. Aber das tun ja viele. Und kommen dann meistens zerstört an und flexen halt hier wie sie oder landen bei mir. Ist klar, wenn man es nicht besser weiß, aber Frauen wissen das ziemlich genau, bin ich der Meinung. Ja, mein Ex war Narzisst und so weiter. Immer dieselbe bescheuerte Geschichte. Genau, ja, nach der Scheidung in den 20ern geheiratet, in den 30ern die Scheidung, ja, und das Grinsen dabei ist natürlich sehr verräterisch. Da habe ich eigentlich ein anderes Instagram-Video gesehen letztens, das war so böse. Da hat sie ihn verlassen, er hat alles richtig gemacht, ne, wie immer. Wahrscheinlich nicht wirklich alles, aber sie hat ihn dann verlassen, weil er keinen Eiskunstlauf will und hat ihm wie immer die Hälfte der Kohle geraubt, die Kinder. Und hat erstmal aufgezählt, was er alles richtig gemacht hat und wie toll er eigentlich ist, aber ja, nö, langweilig.
Ist klar. Und ihr Grinsen sagt ja nun sehr viel. Jetzt ist sie wieder aktiv, ja, in toxischen Beziehungen auf dem Gurkenkarussell, da wo sie hingehört. She belongs to the streets. Wir wissen's. Mit Kindern natürlich Single Mom und vielen Followern, die sie bejubeln. Ich blende mal zwei Kommentare ein, die sehr viele Likes bekommen haben. Ja, das sagt ja dann eigentlich schon alles. Nun gut. Warum sehe ich mit diesen Filtern immer aus, als würde ich 100 Euro die Stunde nehmen für 3 Stunden 250 und du würdest mich auf etwaigen Webseiten unter dem Namen Crystal buchen können? Hi, ich bin Crystal. Bei mir können deine Fantasien wahr werden. Die gute kennen wir auch aus anderen TikTok, ja, aus ihren ödipalen Fantasien mit ihrem kleinen Sohn. Das war sehr shocking für viele, glaube ich. Das ist gut. Nein, wieder nicht. Sie ist sich für nichts zu schade, hat mittlerweile viele Werbeverträge, wie ich gesehen habe. Läuft bei ihr bombig, trauert immer noch ihrer Jugend nach, idealisiert sogar die Rolle der Dirne. Wunderbar. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die, dann soll es doch machen. Das wäre vielleicht der bessere Weg gewesen. Das ist der Weg. Wer weiß es schon. Die gute Milfnarz. Naja. Verlieb dich bis über beide Ohren. Such dir jemanden, nach dem du verrückt bist und der dich ebenso liebt wie du ihn. Soll ich hierzu noch irgendwas sagen? Die arme Katze, wo ist der Tierschutzbund? Das Cat-Lady-Meme ist ja so bekannt und so abgedroschen eigentlich schon, aber wenn Klischees wahr werden, viel Spaß dann. Wenn ihr eine junge Frau seid und diese ganzen Videos und Kommentare seht, in denen Männer sagen, dass Frauen nur als Teenies oder bis Anfang, Mitte 20 attraktiv sind und es danach rapide bergab mit denen geht, bla bla bla, dann lasst euch davon nicht beunruhigen. Genau, lasst euch davon nicht beunruhigen. Der Tomasi Graf ist bekannt. Forever 21 heißt der Laden in den USA nicht umsonst, sagt Tomasi immer gerne. Ja, da ist die höchste Fertilität, die höchste Schönheit und das ist das, was Männer anzieht. Bis ins hohe Alter, das ist universell so, daran kann man leider nichts ändern. Ja, und ihr Zugriff auf die Top 20% Männer wird natürlich mit steigendem Alter immer schwieriger. Für die anderen sehe ich das ja ein bisschen anders. Die unteren 80% nehmen eh, was sie kriegen können. Können da nicht wählerisch sein, aber die wollen sie ja wiederum nicht. Ne? Sie wollen ja die Männer, die eben oben stehen in der Kompetenzdominanzhierarchie, wie wir wissen. Und da wird es dann mit dem zunehmenden Alter immer schwieriger, aber sie ist ja die Master Gaslighterin, wie ich sie selber genannt habe. Böse Menschen planen böse Dinge, ich habe schon wieder eine Ahnung. Das macht sie wirklich brutal gut und das wird sie hier auch wieder machen. Und lasst euch gesagt sein, dass Männer, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und sagen, ja, ich stehe nur auf 18-Jährige, ganz, ganz große Loser sind. Da kommt sie, die Hauptwaffe, die Beschämungstaktik ist klar. Sie will jetzt ihren Wert steigern, indem sie die Männer beschämt. Instinktiv, das ist hochinteressant. Als ob die sich drum scheren. Aber gut, ne, das ist der Frau im Instinkt halt nicht bekannt. So, das ist halt ihre Hauptangriffswaffe. Natürlich medial verstärkt. Vielleicht gibt es ja ein paar Sims, die dumm genug sind und sich davon beeindrucken lassen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich meiner Umwelt nichts mehr bedeute. Du bist ein unglaublich sensibler Mensch, der Freude-Freude-Gefühle bei seinen Mitmenschen erweckt. Da, verzieh dich, Junge. Und alle Frauen in ihrem Alter, die erkennen, dass das ganz, ganz große Loser sind. Und deshalb denken diese Männer, ach, ich versuch's mit... Alle Frauen in ihrem Alter erkennen, dass das ganz, ganz große Loser sind. In Wirklichkeit schützen sie ihr verletzliches Ego, weil sie merken, dass ihr Wert eben nicht mehr da ist und dass die Mauer immer näher rückt. Und dass Männer eben aus dem Top-20%-Bereich die Wahl haben. Und die werden sicherlich keine ältere Frau wählen mit Haaren auf den Zähnen, so wie sie, die Stress macht, die nicht kooperativ ist, sondern auch rein instinktiv die jüngere, fertilere, hübschere Variante. Jüngeren Mädchen, die kann ich schneller beeindrucken, die erkennt gar nicht oder nicht so schnell, was für ein Loser ich eigentlich bin. Genau, er macht das alles nur, weil er so ein Loser ist, ist klar, weiterhin Beschämungstaktik. Klar, er nimmt die armen, jungen Mädchen nur, weil sie so beeinflussbar sind, ja, auch wieder so ein Tugendflex, so nach dem Motto, die ältere Frau geht zur jüngeren Frau hin, eigentlich aus dem Motiv Neid, wie wir wissen, und versucht sie vor dem älteren Mann zu beschützen, indem sie ihn jetzt beschämt, aber in Wirklichkeit will sie ihn selber haben. Und kriegt ihn eben nicht mehr, weil der Zahn der Zeit sein Weiteres tut. Klar, jeder hat natürlich so seine Präferenzen. Aber wenn ich euch sage, dass die Frauen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, oder meine jetzt 50-jährige Mutter oder auch Celebrity, viel attraktiver und schöner geworden sind, je älter und je erfahrener sie wurden. Frauen machen sich Komplimente und meinen es nicht so, ist klar. Ja, jetzt wird schön gepusht. Dann sollte man mal sehen, wie sie den Ninja-Dolch in den Rücken sticht, dann irgendwo, wenn sie mit den anderen Frauen über die dann tuschelt. Ah, ihr seid ja alt geworden, die kriegt ja keinen Typen mehr. Naja, komm. Weil sie mit der Zeit gelernt haben, wer sie wirklich sind und das auch ausstrahlen. Ja, wer sind sie denn wirklich? Das ist die Frage. Meistens der bekannte Emotional Damage. Nach
vielen Liebschaften und vielen Schwierigkeiten und dem Problem, dass sie ja erst im Alter überhaupt die Notwendigkeit entwickeln, Persönlichkeit, wenn man das so nennen will, zu entwickeln, weil sie inhärent Wert haben und gar nichts tun müssen. Das ist ja der Fluch der Frau. Ihre Schönheit ist ihr Fluch. Denn die alten Böcke begehren das Gleiche wie alle Männer. Und ihre Seelen sind so schwarz wie die Hölle. Der Mann muss werden, die Frau ist. Und was soll denn da mit 30, 40 sein an Persönlichkeit? In der Regel. Ja, nicht alle Polizei und so, aber ist doch klar. Ihre Energie und ihr gesamtes Auftreten von einer Aura umgeben, ist das sogar, wenn ich mich nicht mal traue, hinzugehen und mit diesen Frauen ein Gespräch anzufangen. Ja, noch mehr Tugendflex, ist klar. Wahrscheinlich denkt sie in Wirklichkeit, oh Gott, die Alte. Sogar mich bringen diese Frauen in Verlegenheit, weil ich deren Reife und Erfahrung einfach fühlen kann. Hat einer mal einen Eimer zum Kotzen oder so? Was erzählt die Frau? Die schauspielerische Leistung war echt armselig. Die grinst dabei, die kann das so perfekt lügen. Er ist wirklich ein Master-Ninja, die Frau. Also diese Idee, dass bei einer Frau das Mindesthaltbarkeitsdatum ab 25 abfällt, ist großer Quatsch. Praktiziert von Männern, die sich bedroht fühlen von einem... Ja, natürlich. Ist großer Quatsch, ist klar. Biologie gibt's nicht. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, in meinem Zauberwald. Der Zauberwald erstrahlt in vollem Glanz. Ja, leider trifft dann auch Fantasie, narzisstische Fantasie auf Realität, weil sie ja mit 1000 Filtern und 5 Kilo Schminke zu verbergen suchen. Und natürlich sind solche Männer verängstigt von solchen Frauen. Na klar, der alte Flex ist klar, das eigene verletzliche Ego soll aufgewertet werden. Also sind die zu schwach, weil ich zu stark bin. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob die Weiber das wirklich selber glauben. Ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Das glaubt sie nicht. Also sie ist intelligent, sie wird es nicht mal selber glauben, den Quatsch, den sie da erzählt. Aber ob der ganze affirmative Quatsch wirklich funktioniert. Ich meine, wenn sie nachts sich dann in den Schlaf weinen, weil Chad sie pumped and dumped hat, 10, 20, 30, 40 Mal. Es geht da um eine Braut, eine richtig heiße Braut. Die macht es morgens, mittags, abends, einen nach dem anderen. Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz. Wie viele Schwänze sind das? Na, reichlich. Und sie mit ihren Katzen und ihrer Kiste Wein alt wird, wage ich zu bezweifeln, ob die Affirmation noch funktioniert. Sonst wäre der Antidepressiva-Konsum ja über 40 nicht 5-mal so hoch. Und die psychologischen Auffälligkeiten würden nicht so zunehmen. Frau, die ihr Leben besser im Griff hat als sie selbst. Also freu dich aufs Älterwerden, egal wie alt du bist. Und glaub mir, es wird einfach immer nur viel, viel besser. Natürlich, am besten wird's mit 80 im Altenheim. Habt ihr einem Mann schon mal gesagt, dass ihr von ihm geträumt habt? Ich find's so lustig. Die Frau schreibt den Traum, erzählt den Traum. Du warst in Gestalt eines Dämons. Du bist erschienen wie ein Vampir. Du hast mir alles ausgesaugt. Keine Ahnung, irgend... Das ist sehr spannend. Da ist sie wieder die Schöne und das Biest-Dynamik. Ja. Der Mann in Form des Dämons, in Form des Vampirs. Ja. Twilight kommt in den Sinn, Fifty Shades of Grey kommt in den Sinn. Es gibt viele neue Romane, die über Aliens oder... Monster und so etwas handeln, die Frauen kaufen, witzigerweise. Ja, Frauen haben ja lieber das geschriebene Wort und die erfreuen sich riesiger Begehrtheit. Das ist abgefahren. Ja, also das Biest im Mann wird sozusagen immer noch gesucht, auch in der Hybristophilie kommt es ja deutlich raus. Sie würden ja lieber das Kind von Batman haben und das Superman unterschieben, wie wir wissen. Und im Traum, wenn das Unbewusste bewusst wird, kann man es nicht verbergen an der Stelle. Was ja, die Frau sitzt zu Hause, liest sich alle Bücher durch, was hat das zu bedeuten? Okay, die interpretieren und machen und tun und holen sozusagen das Innerste, die Witchcraft aus sich heraus. Da brauche ich keine Witchcraft zu, nur ein paar Psychologiekenntnisse und Kenntnisse der interintimen Dynamik, aber gut. Und der Mann liest einfach nur, ich habe von dir geträumt und der denkt sich, oh, du hast von mir geträumt, ja? Ist dir heiß geworden dabei, ja? Vielleicht sagst du mir das nächste Mal lieber was aus. Conclusion, ich habe aufgehört, den Männern zu sagen, wenn ich von ihnen geträumt habe. Sehr schön, wenigstens kennst du Womanies und Manglish, also Hut ab, ja, hat so gut verstanden, was der Mann auf der anderen Seite denkt, wenn so ein Quatsch kommt. Woran könnte das wohl liegen? Ja, du musst mal ordentlich gebürstet werden. Die hören eh nur feuchte Träume. Genau, du hast es erfasst. Ja, sie weiß ja in Wirklichkeit alles. Eigentlich kennt sie die ganze Dynamik, aber sie muss halt hier verkaufen. Ist ja okay. Die gute Jessica Fierley. Von einem Mikropenis sprechen wir bei Erwachsenen, wenn der Penis kürzer ist als 7 cm im erregierten Zustand.
Bei Jugendlichen kann man diese Zahl nicht heranziehen, weil der Körper ja noch wächst. Da nimmt der Arzt eine Vergleichstabelle und schaut nach, wie das da ist im jeweiligen Alter. Achtung, ein Mikropenis sollte nicht verwechselt werden mit dem sogenannten Buried Penis, das heißt vergrabener Penis. Das ist bei stark übergewichtigen Menschen der Fall. Da sieht man nicht so viel vom Penis, weil zu viel Fett drumherum ist. Der Penis ist quasi vergraben. Das sind zwei verschiedene Dinge, das sollte nicht verwechselt werden. Ja, das soll auf gar keinen Fall verwechselt werden. Ich habe keinen kleinen Penis, ich bin einfach nur zu fett, Baby. Unser guter Regenbogen-Doktor, den wir ja kennen, aus einer anderen TikTok-Episode. Ja, er verbreitet immer noch hochwichtige Infos. Also die Frage habe ich mir dann auch schon immer gestellt. Ja, Mann, der ist nicht klein, ich bin nur fett. Herrlich, herrlich, herrlich. Vor allen Dingen wahrscheinlich Safe Spaces für Mikropenisse oder was dann als nächstes kommt bei ihm. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall immer wieder ein Highlight. Nicht vergessen, Lächeln ist die beste Medizin. Mhm. Außer bei Erektion sich stören. Vielleicht sieht man ihn auch einfach nicht, weil man zu fett ist. Und dann kann man trotzdem drüber lachen. Hier sind meine Red Flags bei Jungs und die sind ziemlich speziell und gemein. Wenn Männer eine Handyhülle haben, I just know your poor. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Mann mit Handyhülle gesehen. So, die gute kennen wir auch aus einem anderen TikTok. Das war die, die meinte, 300 Partner, kein Problem, aber wenn der Mann eine hohe Partnerzahl hat, pfui. Sozusagen das Town Bicycle mit ADHS, weiß ich noch, sehr, sehr anstrengend, die Alte. Und sie hat jetzt lustigerweise Dinge herausgefunden über Männer. Natürlich, die Handyhülle ist ganz entscheidend. Wenn man eine Handyhülle hat, dann ist er raus. Das ist mehr so im Bereich Astrologie. Vertraue den Göttern, Leonidas. Ich würde es vorziehen, dass ihr eurem Verstand vertraut. Ja, Externalisierung der Verantwortung für die Paarungsentscheidung ist ja klar. Die muss ja einfach so passiert sein und darf ja am Ende nicht auf sie zurückfallen. Sie muss ja die Verantwortung immer wegschieben können. Dann war es, weil er Stier war oder weil er eine Handyhülle hatte oder irgendein Quatsch, irgendeine kognitive Verzerrung, die sich Frauen dann ausdenken, um in der Unterverantwortlichkeit zu bleiben. Wenn sie scheitern, ich habe keine Schuld. Ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Aber was ich eigentlich zeigen und aufzeigen wollte, ist, sie hat Red Pill-Dynamiken mitbekommen. Ja, die roten Haare passen auch gut dazu. Und das sehen wir jetzt an den anderen zwei Punkten. Change my mind. Zweitens, du postest so Feminismus-Scheiße in deiner Instagram-Story. Ich weiß einfach, dass du ein Fake-Feminist bist und einfach das benutzt als Köder, um Frauen zu geiern. Und belästigst trotzdem Mädels in deiner Freizeit. Drittens. Sehr spannend. Ja, sie haben herausbekommen, der feministische White Knight, der Sneaky Fucker, wie Tomasi ihn nennt, ist nicht zu selektieren. Der signalisiert sozusagen nur Tugendhaftigkeit. Ja, labt sozusagen eine Frau, ist selber eine defekte Frau und eigentlich nicht selektierbar. Den wollen wir nicht. Ist klar. Das ist ein linker Hund. Ja, das hat sie mittlerweile auch mitbekommen. Finde ich hochinteressant. Da gibt es ja auch Studien zu, dass Feministen nicht auf Pro-Feministen stehen. Und das ist ihnen auch insgesamt einfach suspekt, wenn einer sie spiegelt. Und das wirkt inkongruent. Also, das macht doch total Sinn, aber das hat sie bestimmt irgendwo gehört. Wenn Typen zu viel feiern, oh, you got an empire to build, a business to run, du musst Geld verdienen, kein Spaß haben. Wenn der Typ nur Party macht, ne, jetzt ist sie wahrscheinlich auch Richtung 28, sieht nicht mehr ganz so fresh aus. Jetzt wird es auch einmal interessant, dass der Typ auch grindet für sie natürlich, damit sie die Kohle raushauen kann. Ist klar. Ja, spannend ist dabei, wie Frauen dann so RP-Dynamiken aufschnappen. Ja, es geht ja viral, viele Millionen Videos, die man sieht. Und da sagt auch was durch. Und der Source-Code der Frau passt sich sozusagen an. Im Solipsismus nimmt sie dann die Sachen natürlich raus aus der RP-Mechanik rein. Logisch versteht ihr das nicht. Aber was für sie Sinn macht, was für sie einen Vorteil bringt, ist dann auf einmal adaptiert worden. Ja, das ist dieses Wettrüsten zwischen den Paarungsstrategien. Und dann wird auch solches Wissen auf einmal interessant. Also die andere Seite rüstet auf. Lern die Scheiße, das kann dir einen Arsch retten. Sonst hacken diese Wichser alles Mögliche hinter deinem Rücken aus. Ja, ob sie dann in dem Moment, wo sie den Typen trifft, wenn dann die drei Marker der Blaupause zutreffen, dann eine andere Entscheidung trifft aufgrund dieses Wissens, steht dann wieder auf einem anderen Blatt, vor allen Dingen bei ihr mit ihrem ADHS und ihrer quirligen, dirnigen Art. Wage ich das zu bezweifeln. Aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, hat man ja bei Feierli auch gerade gesehen, dass das Wissen langsam durchdringt. Video ist so bad energy. Alle ganzen Empathen. Ich habe Parasiten unter meiner Haut und zwar habe ich eine Freundin mit der Kratze angesteckt. Das heißt, ich muss mich die ganze Zeit kratzen und insektenartige Dinger legen Eier unter meiner fucking Haut. Die Kratze kann ultra leicht einfach nur durch Körperkontakt
ausgetauscht werden. Es ist jetzt nichts, für was man sich schämen muss. Es ist nichts, für was man sich schämen muss, weil das ist bei ihr im Vordergrund natürlich aus der eigenen Wahrnehmung, dass man sich dafür schämen müsste und nicht selektiert wird oder nicht mehr rein ist. Oder was denken die anderen Leute? Der mentale Ursprungsort im Außen bei Frauen besonders stark, bei TikTokerinnen und ihr natürlich massiv stark. Das ist ganz klar. Es geht relativ leicht wieder weg. Das Schlimme daran ist aber, dass meine Freundin es von ihrem Freund hat, der sie betrogen hat. Und er hat sich von einer Ollen eingeholt. Und dass es ich jetzt meinem Keiler gegeben habe, den ich seit 7 Tagen date. Sie hat ihrem Keiler gegeben, das Wort kannte ich auch noch nicht, den sie jetzt seit 7 Tagen datet. Super. Ja, Geschlechtskrankheiten, riesiges Thema in der Hookup-Culture, sind wahnsinnig am Ansteigen. Und zwar hauptsächlich bei Frauen. Ja, warum wohl? Weil wer ist denn hier umtriebig? Ist ja klar. Und wer hat denn die 1000 Möglichkeiten? Ist klar. Und sie ist ja nun Vorzeigeobjekt. Ich bringe jetzt meinem Keiler die Kretzecreme und mein Outfit dafür ist halt Hammer. Aber das Outfit ist Hammer. Da wären wir natürlich wieder... beim histrionischen Aspekt, guck, ich habe die Krätze, aber ich bin toll, ja, super, du Flohzirkus. Ich habe ja auch meinem neuen Keiler die Krätze gegeben. Das Traurige daran ist, dass wir erst seit einer Woche daten. Der musste jetzt natürlich auch seine ganzen Jobs und seine Gigs und Bandproben absagen. Das ist halt eine ziemliche Belastung, wenn man sich gerade eben erst kennengelernt hat. Teilweise komme ich mir vor, als wären wir so 2 Junkies, die auf Entzug sind. Sich die ganze Zeit kratzen. Ja, ein Typ, der eine Band hat, der so hoch in der Statushierarchie ist. Und sie hat sie mit der Krätze angesteckt. Unglaublich. Weil wir einfach so da liegen und uns so kratzen. Hat schon übelst schlimm, jemanden leiden zu sehen, den man saum gern mag. Also wenn man nur jemanden kennenlernt, will man ja immer sein Bestes zeigen. Und ich bin einfach übelst die Kanalratte. Du bist die übelst die Kanalratte. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was zum Teufel bist du? Die Ratten sind ja auch die besten Pestüberträger. Ich hätte es völlig verstanden, wenn er mich abgeschossen hätte. Aber stattdessen hat er mich einfach vielleicht 2 Wochen bei ihm einziehen wollen, damit er sich besser um mich kümmern kann. Deswegen bin ich jetzt nur kurz hier, um meine Sachen zu holen. Mautz. Also wie gut muss die Double Monkey Backflips können? Die Alte ist so stressig, die würde ich keine 5 Minuten aushalten. Die hat die halbe Welt gesehen. Auf dem Rücken natürlich. Und der Typ holt sich von der die Krätze und lässt sie noch bei sich einziehen. Tja. Hinter jeder sich schlecht benehmenden Frau steht ein co-abhängiger Enabler. Der Hammer. Ja, was soll man sagen? Ja, die Vorbilder der Neuzeit mit zehntausenden Views. Wir haben sie gesehen, nochmal in der schnellen Abfolge. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Welt vor die Hunde geht. Aber man kann dabei sich auch ein Gläschen eingießen und ein Lächeln auf den Lippen haben, während Rom brennt. Look what I've created! In diesem Sinne, meine Arbeit endet hier, eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.